Und damit hallo und herzlich willkommen zur 93. Folge des Oblivion Let's Plays, beziehungsweise zur 16. Folge des Oblivion Knights of the Nine Addon Let's Plays, wo ich fix kacken war. Jetzt ist mir kalt, weil ich kacken war und ich musste nach dieser Folge dann dringend was essen, was ich aber auch hinbekomme, weil ich dann eh Royal Beef schauen möchte. Und wir in unserem eigenen Haus sind, was wir in der letzten Folge gekauft haben. Und uns jetzt auf den Weg machen werden zur Underpath-Höhle, weil das ja die Questline ist für die Knights of the Nine Addon. Mir ist richtig kalt. Wie kann denn dem nach den Kacken kalt sein? Unglaublich. Dabei ist es auf mein Klo wärmer als hier. Bitte. Wir, wie gesagt, das Haus brauche ich nicht mal zeigen. Für euch, für alle, die sich das Haus interessieren, schaut die letzte Folge. Wir haben ja von den, als wir letztens in der Priorei der Nein waren, erfahren, dass wir jetzt irgendeinen Toten zu beklagen haben und er wohl irgendwie noch ein Schwert hat oder so und wir haben noch die Beinschienen bekommen und bla und sind jetzt eigentlich auf den Weg dahin, das zu holen. Und haben uns zwischenzeitlich entschieden, dass ich noch einmal kurz nach Skincrad gehe. War ich jetzt in der Kapelle? Ich habe vergessen, in die Kapelle zu gehen. Sorry Jungs, ich muss nochmal in die Stadt zurück. Wir müssen noch in die Kapelle. Haben uns entschieden, fix einmal nach Skincrad zu gehen. Da war aber die Kapelle kaputt. Und uns nach Bruma zu gehen, um dort ein bisschen unsere Ausrüstung mal zu lagern. Weil ich wollte die Detra-Ausrüstung nicht wegschmeißen oder verkaufen. Deswegen wollte ich die gerne lagern. Und das haben wir auch gemacht. Deswegen haben wir jetzt wieder 192 von 500 Cap frei, wie ihr seht. Und haben das Haus gleich noch komplett ausgerüstet, haben 20.000 Gold hier in der Stadt gelassen, 10.000 fürs Haus, 10.000 fürs Ausrüsten, obwohl eigentlich da schon, dass es 5.000 kostet, haben sie mir 10.000 abgezogen. Aber was bei meinem Goldwert eh egal, ich habe 72.000 Gold. I don't care, es ist einfach wirklich egal. So, ich grüße euch. Wir werden unseren Segen hier holen. Ja, so, und damit müssten alle negativen Effekte entfernt worden sein, korrekt? Korrekt, sehr gut. Und dann machen wir uns jetzt tatsächlich auf den Weg zur Underpal-Höhle. Wie heißt sie denn jetzt richtig? Underpal-Höhle. Die man eigentlich noch irgendwie hätte übersetzen können mit unteres Pal. Keine Ahnung. Man hätte es auf jeden Fall übersetzen können. Haben sie nicht. Ist auch egal. Und das ist unser Pferd, das Dunkle. Ihr seht wie jemand aus, der sich in schwerer... Ach, jetzt sind wir langsam warm. Ist das, ich muss glaube ich echt mal danach googeln, ob man nach dem Kacken friert, wenn das normal ist. Ob das irgendeine Bedeutung hat. Ich glaube nicht, dass das eine Bedeutung hat. Aber ich habe auch nicht viel Zeit auf dem Klo verschwendet. Muss man dazu sagen, ich bin relativ zügig wieder am PC gegangen, weil ich aufnehmen muss. Ich habe theoretisch habe ich jetzt um 20 Uhr vor Royal Beef zu gucken. Das geht ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde. Dann wäre es 21 Uhr, sagen wir mal. Dann habe ich noch 2 Stunden vor, weiter aufzunehmen. 1 Stunde Oblivion, 1 Stunde Bioshock. Das neue Addon bei Bioshock. Schon. Also, das ist nicht das neue, aber den DLC. Und danach vielleicht noch CS zocken, meinen garantierten Drop holen. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon habe. Da gucke ich noch rein. Ansonsten spiele ich irgendwas anderes. Mal schauen, mal schauen. Weiß ich noch nicht. Und ja. Dann wird es wahrscheinlich 0 Uhr sein. Also wenn ich 23 Uhr fertig bin, wird es dann 0 Uhr sein. Und dann muss ich mal schauen, ob ich überhaupt noch irgendwas großartig mache oder ob ich pennen gehe. Wobei ich heute echt lange geschlafen habe. Ich habe von 3 bis 16 Uhr gepennt, 13 Stunden im Bett rumgekugelt, meinen Arsch nicht hochgekriegt. Demzufolge. ja. Ne? Kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt super viel. Aber man braucht das auch mal mit dem Ausschlafen. Manchmal schlafe ich echt zu wenig unter der Woche. Da komme ich unter der Woche nur auf 5 Stunden Schlaf. Da passiert das immer am Sonntag. So, wir laufen hier oben schon den richtigen Weg. Wir müssen noch ein kleines Stückchen weiter. Da hinten waren wir übrigens schon mal. Da hinten. Aber hier noch nicht. Aber das sollten wir trotzdem finden. Deswegen mache ich jetzt nicht so die Sorgen. Ich hoffe nur, dass nicht allzu viele Mobs hier rumstehen. Hier oben waren wir auch schon mal beten. Auf unsere Pilgerreise am Anfang des Addons. Was ich sehr angenehm finde bei Oblivion ist, dass man wirklich in den Quests einfach weiterkommt. Dass man, ich habe bis jetzt ein einziges Mal das Handbuch bei Oblivion gebraucht. Wenn ich das im Vergleich zu Morrowind nehme, wie ich oft sich da nicht das Handbuch, das Lösungsbuch offen hatte, um weiterzukommen, ist das hier echt ein Witz, was ich hier mache. Also ja. Kann man nicht unbedingt vergleichen.
vom Spiel auch. Das ist auch dieser Pfeil da unten, der eigentlich immer zeigt, wo es lang geht. Da ist es eigentlich auch nicht so schwer. Da würde man sogar die englischen Quests hinbekommen. Recht. Gerade hier gespawnt. Ich glaube, der ist gerade hier gespawnt. So, jetzt müssen wir hier abbiegen nach oben. Ich wünsche mir Glück, dass hier nicht allzu viele Mobs stehen. Und dass man hier überhaupt irgendwie sinnvoll durchkommt. Hm. Die Höhle scheint hier... Ja, ich muss hier irgendwo muss ich hier sein. Ich weiß nicht, wo sie genau ist. Also anscheinend hier. Jo, das ist die Höhle. Perfekt. Also stellen wir unser Pferdchen hier ab. Quest angefügt. Das Schwert des Kreuzritters. Ich habe die Anderpal-Höhle erreicht, wo sich das Grab von Fürst Wilwet befindet. Irgendwo da drinnen ist Sir Redderick im Kampf gegen den bösen Geist, der jetzt das Schwert des Kreuzritters trägt, gefallen. Ja, also unsere Aufgabe, das Schwert zu besorgen. Oh, und erstmal den Bär hier töten. Okay, passt. Der greift mich an. Jetzt muss ich nur noch schaffen, dass unser Pferd nicht stirbt. Wie viel Leben hast du noch? Okay, dann setzen wir uns mal kurz auf unser Pferd und warten hier eine Stunde. Einfach damit es nicht wirklich noch stirbt. So, hier eine Stunde warten. Und auf geht's, rein in die Höhle. Wo genau wir hin müssen, wissen wir nicht, aber das wird uns der Fall schon anzeigen. Auf der Ebene müssen wir noch nicht weiter. Wir müssen erstmal noch eine Ebene runter. So viel steht fest. Der Pfeil zeigt in diese Richtung. Ja. Okay, dann erkunden wir einfach mal. Ich vermute, hier unten werden Gegner sein. Oder auch nicht. Das hier sieht irgendwie nach einer Falle aus. Ich weiß nicht warum. Aber es sieht mir nach einer Falle aus. Ist aber wohl keine. Hm. Okay. Weiter geht's. Da oben stehen Bogenschützen. Wir müssen da hinten irgendwie hin. Einfach nach unten durch. Ich probiere mal mein Glück. Hier schon der Eingang? Die ist schon der Eingang, aber wieso bestehen da oben Bogenschützen? Und hat das irgendeine Bedeutung? Aber wir kommen nicht nach da oben. Demzufolge gehen wir einfach hier rein. Und müssen jetzt wohin? Ja, einmal hier im Halbkreis laufen. Hallo! Skelett-Champion. Ich bin bei dem Skelett hier rechts nicht sicher, ob das ein Beschworen ist. Deswegen klopfe ich gerade aktuell erstmal auf den hier rum. So, jetzt weiß ich es. Es ist kein Beschworenes gewesen, oder? Doch, könnte immer noch sein. Ich bin mir nicht sicher. Viel Schaden machen sie nicht. Sie halten halt viel aus. So, jetzt weiß ich gleich, ob es ein Beschworenes ist, sobald die mich es hier zulassen, dass ich ihn töten darf. Ah, dieser Stunlock. Geht er mir auf die Eier. Es ist ein Beschworenes, alles klar. So, Knochenmehl von hier und... Knochenmüll von hier. Haben wir hier Loot? Nö. Hier hinten können wir nur erkunden, deswegen drehen wir hier einfach mal eine Ehrenrunde. Vielleicht irgendwas ist. Auch wenn ich es nicht glaube. Oben ist er. Ein Geist. Sogar einer von diesen schweren Geistern, die übelste Range haben und wir stehen auch noch hier oben. Naja, gehen wir mal in den Nahkampf und prügeln einfach weg, was geht.
Max DPS hat funktioniert. Will ich den sein Schwert haben? Na, 20, ja, komm, nehmen wir mit. Okay. Ich bin mir nicht sicher, was das hier für ein Weg ist. Ich erkunde erstmal den anderen. Das könnte schon der Ausgang. Obwohl, der Ausgang wäre falsch. Aber erstmal schaue ich lieber in diese Richtung. Weil da zeigt nämlich der rote Pfeil hin. Könnte auch eine Sackgasse sein und der falsche Weg sein. Ich weiß es nicht. Nehmen wir mit, den Rest nicht. Und schwer sind die Mobs hier drinnen aktuell nicht. Aber da weiß ich jetzt nicht, woran das liegt, dass die so leicht sind. Allgemein, aber es liegt auch vielleicht daran, dass ich so gut bin. Hat man jetzt, ja, habe ich schon tausendmal erklärt. Egal. Wir gehen hier weiter. Hier stehen entweder Skelette auf dem Dach oder hier direkt hinter der Tür. Direkt hinter der Tür standen sie, okay. Hier gerade Steine runtergefallen? Sind es? Sind sie? Jetzt noch den hier, der mich die ganze Zeit anschießt. So. Das ist immer nervig, dass die Kamera so wackelt, wenn man angeschossen wird. Von so einem Bogenschützen. Weiß man manchmal echt nicht weiter. Wenn man einfach nur so wirklich die ganze Zeit dasteht, so baut's irgendwie ein Schusser gefressen, baut's den nächsten. Wo ist das Skelett hin? Ist es weg? Okay, anscheinend war es ein beschworenes Skelett. Also das hier ist wohl der richtige Weg. Und der hier drüben scheint wohl ein Sondergang zu sein, dann würde ich sagen. Gehen wir erstmal den falschen Weg und schauen, was wir uns da finden. Vielleicht finden wir noch irgendwas Cooles. Auch wenn ich es nicht glaube, aber ihr kennt mich ja eigentlich, laufe ich immer zuerst den falschen Weg. Hier lang. Den Raum waren wir noch nicht. Hier ist auch noch eine Tür, die in den Nordflügel führt. Na gut, okay. Da will ich jetzt, glaube ich, nicht reingehen. Wir können nur mal kurz reinschauen, aber... Ja, komplett erkunden. Will ich den jetzt nicht eigentlich? Doch, wir erkunden ihn. Komm, scheiß drauf. Ein Stärkungstrank. Da ist der Gegner. Das Hintere. Okay, ich habe keine Ahnung, wer hier was beschworen hat. Doch, die mit den langen Listen, die mit den... Die mit den Schwertern und den Bogenschützen müssten die mit den Streitkolben beschworen haben, wenn ich richtig bin. Aber das kriege ich hier nicht mehr vernünftig auseinandergehalten, hey, dann zu kämpfen. Hey, ha. Die Frage ist, ob sie die neu beschwören. Das wäre die Frage. Finden wir noch was? Ach, das ist ein Geist. Eieieiei, ist das viel? Jo, wie soll ich denn das alles gehandelt bekommen? Mann. Das größte Problem ist der Stunlock, ganz ehrlich. Wenn die mich in Stunlock kriegen, das ist das größte Problem. Und ich mache auch gerade keinen Schaden irgendwie. Ich stehe der Bogenschütze rum, den können wir töten. Wenn er stirbt. Los, komm, verrecke. Los. Schneller. Okay, Nummer 1 weg. Jetzt. Am besten auf den Geist, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das sinnvoll ist, auf den Geist zu gehen. Wir heilen uns erstmal noch und rennen nochmal eine Ehrenrunde. Wow. Da war auf jeden Fall neben mir noch was eingeschlagen. Wie kaputt ist denn meine Ausrüstung?
82, also sie muss noch ein bisschen was mitmachen. Zumindest diesen Kampf sollte sie noch überstehen, die Ausrüstung. Alter, fuck. Wie viele Pfeile ich in mir drinne zu stecken habe. Ist ja schon fast Minecraft-Style. Da hat man auch mal so viele Pfeile in sich. Ja, die werde ich wohl beide gleichzeitig töten müssen, ne, wie ihr seht. Das Spiel fordert es quasi fast, dass die immer wieder im Wechsel vorne stehen. Soll ich nicht jucken, ich bin es ja gewohnt, aber es dauert halt jetzt entsprechend lange, bis sie tot sind. Ich hoffe, es lohnt sich wenigstens. Komm, jetzt, der Geist ist auch noch viel zu gut im Leben. Weil es sind ja wirklich zwei Stück schaffen es mich halt wirklich dauerhaft im Stunlock zu halten, wenn ich Pech habe. Ist halt wirklich nervig. Zum Glück kann man hier im Kreis rennen. Kann ich die von hinten wieder erreichen? Sind die so langsam? Kann ich sogar. Ha! Perfekt. So, weg mit dir, komm. Nein, natürlich stirbt der nicht. Jetzt sind beide low. Jetzt müssen wir sie nur noch tot kriegen, dann bin ich glücklich. Aber selbst das wird mir verwehrt durch Stunlocks und... momentan zum Schweigen gebracht. Fick dich. Er hat einfach nur noch einen Mini-Hit gebraucht, dann war er schon tot. Und der hier wird wahrscheinlich auch nicht mehr viel brauchen. Oh Mann. Okay, also das war ein nerviger Kampf, ganz ehrlich. Ich habe mich dran gewöhnt, aber nervig war es trotzdem. Vor allem dafür, dass ich den falschen Weg laufe und nicht mehr weiß, ob es hier irgendwas Cooles gibt, war es echt ein langer, nerviger Kampf. Ach, rappen wollte ich noch. Bevor ich es vergesse, rappen. Wie lange man drauf rumreparieren muss, wenn das bis 125 geht, ist echt übertrieben. Also übertrieben nicht, aber es ist echt, dauert echt lange. So, hier hinten müssen wir als nächstes hin. Hier waren wir noch nicht. Ich will nur ganz kurz mich hochheilen. Ich bin schon ganz mutig um die erste Ecke gelaufen, obwohl ich nur Hälfte Leben habe. So. Wie geht es wieder hoch? Gehen wir erstmal hier lang. Das ist nämlich eine Sackgasse, wo es auch nichts gibt. Ich bin echt gespannt, wo ich hier gerade hinrenne. Einfach mal den komplett falschen Weg im Dungeon erkunden, weil wir es können. Noch ein Skelett, das wird das beschworene Skelett hier vorne. Wie ihr wisst. Die rufen die auch nicht neu, von daher kann ich die töten. Oh, der goldenen Bogen in der Hand? Nein. Bin ich jetzt hier runter? Weiß es nicht, wir speichern mal vorher und dann springen wir runter. Was bist du denn? Also erstmal den hier looten, was hat der in der Hand? Keine Ahnung. Da ist der Bogen. Ach komm, lass mich doch mal looten hier. Stirb halt. Oh, jetzt bin ich auch noch krank. Oh, meine Güte. So. Hat er jetzt noch was Cooles auf dem Rücken? Nö. Hätte ich eigentlich hier runterspringen brauchen. Wo sind wir jetzt? Keine Ahnung, wo wir sind. Bist du irgendwo runtergefallen? Halt, stopp. Wir müssen Krankheiten heilen und uns nicht hochheilen. So. Krankheiten heilen. Funktioniert. Ich weiß nicht, welche Krankheit ich habe. Schaden, Ausdauer, Fluch. Ja gut, gegen den Fluch kann ich nicht viel machen. Das wird schon so passen jetzt. Wir brauchen als nächstes wieder unseren Heilspell. Der hier drunter versteckt ist, genau. Schwere Wunden nicht. Überragende hatten wir immer. Legendäre können wir noch nicht, oder können wir mittlerweile legendär 93 Mana? Das müsste doch passen, oder? Ja, das können wir sogar mittlerweile. Perfekt.
So, hier gehen wir nochmal in die Ecke nach hier hinten schauen. Hier ist nichts. Ich weiß gerade nicht, ob es sinnvoll war, hier runter zu springen. Ich habe es jetzt einfach einmal getan. Die Kiste da oben habe ich gelootet. Jetzt sind wir auf den Weg hier lang. Es kann sogar tatsächlich sein, dass das eine Abkürzung war. Kann mich aber auch täuschen. Mit Astraldämpfen infiziert. Schön. Astraldämpfe infiziert heißt, dass ich keine Mana mehr bekomme. Brauche ich doch nochmal Krankheiten heilen. Und dieser Spell, den ich hier gerade hatte, legendäre Wunden heilen, funktioniert nicht. Eure Magie reicht nicht aus. Warum mal, wo ist Krankheiten heilen? Da ist Krankheiten heilen. So. Und jetzt regeneriere ich ja wieder Mana. Das kenne ich schon bei Astraldämpfen, deswegen weiß ich das von früheren Folgen. Da haben wir das schon mal gehabt. Und ich brauche dringend meinen Heilspell. Auch wenn der eine nicht geht. Hier. Den hier wollte ich eigentlich benutzen, aber der geht nicht, weil... Er fordert Wiederherstellungsfähigkeit 100. Alles klar. Dann nehmen wir überragende Wunden. Hier kann ich, glaube ich, vernünftiger kämpfen. Komm, lass mich einfach nochmal deinen einen Hit machen, damit du tot bist. Dass die immer zum Schluss nochmal so lange brauchen. Nervig. Nochmal totes Leid. Ich hab irgendwie gerade einen anderen Heilspell drin. Ich habe vorher, glaube ich, anscheinend mit was anderem geheilt. Ja, ich habe mit schwere Wunden geheilt. Whatever, ob das besser war, weiß ich nicht. So, wir haben wieder Kampfsound. Ach, da ist er. Kampfsound ohne zu wissen, warum, ist immer nervig. Ich habe mich hinten schön in die Ecken geklemmt, was nicht gut war. Passt. Noch ein paar Mal auf dem Boden rumgeprügelt, nachdem er tot war. Aber passt. Hier hinten ist noch eine Kiste, die wir looten können. Wo... Naja... Okay, kann ich denn... Was ist denn schwer? Schwierig. Habe ich schwere Schlösser knacken? Habe ich 202? Habe ich nicht. Scheiß drauf. Lassen wir hier so, wie es ist. Jetzt sind wir wo? Hier unten. Ah, hier oben sind wir jetzt. Alles klar. Okay, ist die Frage, ob ich die drei hier töten will, aber zumindest weiß ich jetzt, was das für ein Weg war. Ich würde sagen, wenn wir es hinkriegen, töten wir die drei. Wir ignorieren die anderen, wenn wir es hinkriegen. Wie gut ist meine Axt noch? 84, das muss ich noch mitmachen. Und ihr seht, ich ignoriere die zwei hier, wenn ich es hinkriege und klopfe nur auf dem Bogenschützen rum. Weil ich weiß, wenn der Bogenschütze stirbt, sterben die zwei auch. Jetzt so. Jetzt haben wir nur noch den, dann sind wir durch. Nicht runterfallen, bitte. Nicht runterfallen, bitte. Ach, der fällt runter, scheiß drauf. Dann warte unten auf mich. Klopfe ich den so lange und hau den gleich da unten. Okay, so, jetzt gucken wir erstmal kurz, was hier für Loot gibt. Zwei Handklinge und Gold, okay. Hinten ist nichts weiter. Oder ich bin zu blöd, hier hochzuspringen. Ja, ich brauche gar nicht hochspringen. Hier ist nichts weiter, okay.
Hier auch nicht. Gut, dann auf nach unten. Noch den Bogenschützen da unten töten. Was wir das letzte Mal noch nicht gemacht hatten. Den von oben runterspringen. So liebe ich das. Und dann können wir uns jetzt hier nochmal sogar hier umschauen, ob es hier irgendwas Cooles gibt. Auch wenn ich es nicht glaube, aber umschauen können wir uns deswegen ja trotzdem. Ah, sieht tatsächlich nicht danach aus. So, und jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen um den Kakao. Weil ich wissen wollte, was da hinten ist. In der einen Kiste war nichts Cooles. Es war eigentlich allgemein jetzt nicht sehr sinnvoll, da lang zu laufen. Aber wir haben es jetzt getan. Also wir sind da hinten reingegangen. Jetzt gehen wir einfach hier lang den richtigen Weg. Aber wir hätten jetzt noch schlimmere und längere Umwege laufen können. Deswegen war es jetzt für mich kein Weltuntergang da rein. Ich bin fast dran vorbeigelaufen. Ich habe mich schon gewundert, wo der Eingang ist. So, sind wir schon auf der richtigen Ebene? Sind wir? Da unten müssen wir hin. Mensch. Wir kommen ja doch recht zügig voran. Keine riesigen Ebenen zum Erkunden. Das, obwohl wir gerade sogar schon den einen Weg hier erkundet hatten, der falsch war. Da bin ich auch gerade absichtlich falsch gelaufen, was ich hier gesehen habe. Also ich hoffe, das ist falsch. Ansonsten werden wir die Anträge auch noch erkunden. Eisschaden. Was? Eisschaden der Wirkung wurde widerstanden. Achso. Von ihm die Wirkung. Wir können unsere Waffe mal nach diesem Geist wieder reparieren. Was mir so einfällt. Weil die war ja schon vorhin fast kaputt. Also nicht fast, aber sie war halt recht low. Auf 66, da kann man mal reparieren. Weil unser Helm hält mittlerweile lange aus. Das gefällt mir, dass wir endlich mal einen vernünftigen Helm haben. Wie lange sind wir mit einem Kackhelm in diesem Spiel rumgelaufen? Unglaublich, einfach nur, weil ich keinen gefunden habe. So, das hier hinten war jetzt eine Sackgasse, wie ihr seht. Was nicht. Den Durchgang noch nicht erkannt. Ah, hab echt den Durchgang nicht erkannt. Dann lüge ich erstmal schön. So, vermutlich können wir beide Wege gehen. Ich weiß es nicht, wir werden den anderen Weg vermutlich dann einfach gleich nochmal kurz erkunden und gehen jetzt hier hin, oder? Ne, wir haben noch 2 Minuten, wir gehen den anderen Weg und machen das in der nächsten Folge. Ha! Wenn wir 2 Minuten für den anderen Weg brauchen. Gucken nochmal hier um. Da haben wir noch eine Kiste und was ist das hier? Ah, den geht's nicht sonderlich gut, aber okay. Ja, den sein Glumbe würde ich auf jeden Fall mal mitnehmen, weil, also wenn wir es getragen kriegen, ist es auf jeden Fall wertvoll ist. Jetzt sind wir schon fast voll. Können wir irgendwas Wertloses, Schweres wegschmeißen? Das. Das. Meine eigene. Warum schmeiße ich mal meine eigene Axt weg? Das war noch nicht mal mit Absicht. Der Brustharnisch ist auf jeden Fall nicht besser. Wir haben gerade Schuhe gesehen. Die sind auch nicht besser. Okay. Also können wir trotzdem erstmal weiterlaufen. Die Karte kurz aufmachen. Es scheint wohl tatsächlich egal zu sein, ob man rechts oder links lang geht. Hier noch looten. Nehmen wir auf der anderen Seite. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Folge. Das machen wir in der nächsten Folge, diesen Raum.
Wir haben noch 20 Sekunden, die kriegen wir irgendwie noch mit Quatschen befüllt. Ich weiß noch nicht wie, indem ich mir noch mal im Sack kratze. Nächste Folge werden wir dann also hier drinne weiter die Mainquest verfolgen. Ich bin gespannt, wie lange wir noch brauchen für dieses Addon. Wenn wir mit dem Addon durch sind, wisst ihr schon, geht's danach direkt weiter in The Shadowless Islands, zerklüfteten Inseln, auf wie auch immer das Ganze übersetzt wird. Ich bedanke mich demzufolge fürs Zuschauen. Lasst mir noch einen Daumen nach oben da, abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß und sage auch wie immer zum Schluss, tschö mit Ö.